Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Außenminister Westerwelle, ich will an Ihre Rede anknüpfen. Ich fand es ja schon ein starkes Stück, wie Sie argumentiert haben, man musste zögern und erst mal sagen, ja, lieber nicht, um die Griechen, die Sparbereitschaft bei den Griechen zu erzeugen. Ich meine, das ist doch ein Schönreden jetzt von hinten her. Sie haben nicht erkannt, Sie, die FDP, auch die Kanzlerin, dass klare Signale nötig sind, um Spekulation zu unterbinden. Und deswegen kann der Vorwurf, Ihr Zögern, Ihr Ablehnen, Ihre Nordrhein-Westfalen bezogene Argumentation mit den Schlaglöchern, hat dazu beigetragen, dass die Spekulation mehrere Wochen länger gehen konnte und unserem Land und allen Ländern in Europa viele Milliarden Euro kostet. Um diesen Punkt kommen Sie nicht herum, ganz egal, mit welcher Rabulistik Sie das auch immer versuchen. Selbstverständlich war es eine Einladung für die Spekulanten, solche Sprüche zu hören, etwa vom Wirtschaftsminister. Übrigens ein Wirtschaftsminister, der nicht mal bei solchen Debatten hier ist und irgendeinen Beitrag leisten kann aus wirtschaftspolitischer Sicht für die Arbeitsplätze in unserem Land und in Europa, der hat wirklich vollständig versagt. Ich kann nur sagen, da war ja der Herr Kloß ein Aktivposten gegenüber dem Herrn Brüderle, was der hier veranstaltet. Also ich kann der FDP diese Nummer, die Sie hier veranstaltet haben, einfach nicht durchgehen lassen. Übrigens auch das Angebot, was Sie dem Herrn Gabriel gerade gemacht haben, ist ja ein schlichter Unfug und Unsinn. Im Schach nennt man sowas einen vergifteten Bauer hinhalten, auf den nur schlechte Schachspieler reinfallen. Ich will mal erklären, warum. Die beiden Steuern, die wir hier diskutieren, die Finanztransaktionssteuer und die Finanzaktivitätssteuer, sind grundverschiedene Dinge. Und Sie schlagen vor, denjenigen, die die Spekulation, das heißt die schnellen Finanzbewegungen von Banken und Hedgefonds eindämmen wollen durch eine Umsatzsteuer oder Transaktionssteuer, die sollen sich jetzt auf diese Aktivitätssteuer begeben, ist doch einfach Unsinn. Die Finanzaktivitätssteuer ist eine Körperschaftssteuer für Banken und nichts anderes. Da werden Gewinne, werden Boni, wahrscheinlich auch Lohnanteile besteuert. Übrigens, Herr Schäuble, was Sie wissen müssen, wenn Sie diese Steuer einführen, Finanzaktivitätssteuer, dann wird auch das Eigenkapital der Banken zunächst belastet, was natürlich die Finanzmarktklemme vergrößern wird in Deutschland. Nur eine Umsatzsteuer besteuert die Spekulanten und trifft diejenigen, die am Tag vier- oder fünfmal gegen Währungen hin und her spekulieren. Das ist doch der Unterschied, und darüber müssen wir reden. Aber mit so einem Trick, Herr Westerwelle, wie Sie ihn gerade veranstaltet haben, machen Sie nichts anderes deutlich, als dass Sie in der Klemme sitzen. Sie machen vergiftete Angebote, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Also darauf brauchen Sie nicht stolz sein. Aus der Klemme, dass die Bürger folgende Frage stellen. Gut, dass jetzt die Kanzlerin kommt. Frau Merkel, Sie haben bei der Krise nach dem Fall der Lehman Brothers Bank ja erkannt, dass man schnell handeln muss, weil Sie gemerkt haben, die Sparer beginnen bei den Sparkassen und Banken nach ihrem Geld zu fragen und es abzuheben. Das war richtig, schnell zu handeln. Aber Sie haben jetzt nicht erkannt, dass es diesmal bei der Spekulation gegen den Euro genauso um Eile gegangen wäre. Und deswegen haben Sie dem Land viele Milliarden Euro zusätzlich an Kosten aufgebrummt. Die Bürger, Frau Merkel, fragen ja draußen folgende Frage. Jeden von uns, wenn wir über diese heutigen Beschlüsse reden, die fragen, jetzt haben wir schon bei der ersten Finanzmarktkrise Milliarden bezahlen müssen. Übrigens, die Rechnung ist noch nicht ausgestellt. Und jetzt wieder 22,5 Milliarden. Wann stoppt ihr endlich die Spekulation und sichert uns davor, dass wir immer alle zwei Jahre, alle eineinhalb Jahre wieder so ein Paket im Bundestag beschnüren müssen? Und liebe Frau Merkel, da reicht es nicht, wenn der Finanzminister hier zum Ausdruck bringt, er wäre bei der Frage EU-Beschlüsse, G20-Beschlüsse in der Frage Bekämpfung der Spekulation ungeduldig. So sagten Sie vorher, Herr Schäuble. Ich stelle fest, dass Sie eineinhalb Jahre nach der großen Finanzkrise, die auch Deutschland erfasst hat, keine wesentliche Maßnahme gegen Spekulation
durchbekommen haben. Und Sie waren immer die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, egal ob in der Großen Koalition oder jetzt mit Schwarz-Gelb. Aber Sie haben keinen nennenswerten Vorschlag durchgesetzt, der die Spekulation eindämmt. Und deswegen müssen wir doch sagen, wenn wir ehrlich sind, das Casino ist weiter offen. Es wird nach den alten Regeln der Finanzmärkte spekuliert und gehandelt. Und es wäre Ihre Aufgabe als deutsche Bundeskanzlerin, unser Land vor diesen Spekulationen zu schützen. Das haben Sie bislang, die Bilanz ist heute zu ziehen, nicht geschafft. Und der Antrag der Koalition, in die Richtung ein bisschen zu gehen, ist halbherzig. Er leistet nicht, was eigentlich die Aufgabe ist. Und deswegen fordere ich Sie auf, jetzt mit diesem Mechanismus hier mal eine Ankündigung, dort mal ein Abwägen, dann wieder zurückziehen, aufzuhören. Wir brauchen substanzielle Ergebnisse. Und Ihre Kanzlerschaft, Frau Merkel, wird darin bemessen werden, ob Sie der Spekulation auf den Finanzmärkten ein Ende bereiten können oder ob Sie dies nicht können. Darüber werden wir in den nächsten Monaten sehr intensiv hier zu diskutieren haben. Ich danke Ihnen.